Yay. Okay. Ey. Ah, scheiße, Zombie, gleich tot. Ja, willkommen in der Nacht der Nächte. Es geht los. Na tolle Wurst. Erster Zombie schon Soll drin? ich denn da jetzt meinen Rucksack spawnen? Ey. Soll ich den da bitte bekommen? Wo hast du denn ihn verloren? Draußen, ich war noch am Zaun setzen. Jetzt. Ungünstige Uhrzeit. Ja, sorry, dass ich versucht habe, uns irgendwie zu schützen. Ja, danke. Bitte. Welche Seite kommt ihr denn? Weiß ich noch nicht. Also ich habe hier einen Spider. Ihr seid jetzt auf dem Catwalk. Naja, der tanzt da unter Wie mir komme rum. ich da rauf? Ach, da. Weiß noch nicht, von wo Also die die. Zombies kommen. Also hier sind sie am Tun. Hier ist ein Polizist. Wo denn? Bei der Rampe, quasi auf der anderen Seite der großen Ja. Mauer. Da, wo der Beton gerade bröckelt. Ja. Und sie mich gerade, hat er mich gerade runter. Die sind jetzt alle auf mich. Die kommen nicht mal weg. Ich bin nicht stand. Können wir gerade nichts machen? Und wieder tot. Viel Spaß. Hilfe! Was schreist du um Hilfe? Ich tanze hier unten mit einem Spider. So, jetzt ist er tot. Ja. Nee. Wieso tanzt du unten, nicht oben? Der Polizist immer noch da oder ist der schon weg? Die werden hier unten an meiner Leiche rumnagen. Nee, da ist gerade keiner. Gerade keiner. Okay. Hier Oh, hinten. der Polizist, der lebt noch. Der lebt noch. Ja, der hat gerade hier so ein. Gut, der Zaun hält sie auf jeden Fall hier schon mal auf. Kommen sie bei dir da hinten oder von welcher Richtung kommen die denn jetzt? Weil hier kommt immer mal einer Das von wisst meiner ihr. Richtung. Also der ist hier gerade da beim Catwalk, den du nach draußen gemacht hast. Ist da nur der Polizist oder mehrere? Da ist der da Polizist. Okay, Ich vielleicht. kann. Hier kommt immer mal einer bei mir gerade. Dann kümmere ich mich erstmal um die. Aber die bleiben bis jetzt schon ziemlich genial an dem Zaun hängen. Der Zaun hat in den Ah! Ecken ein Loch. Oh, wie viel hält denn der Bulle aus? Der Scheiße. Polizist fiel. Jetzt ist er tot. Ah, wer will denn da unten was machen? Wer ist denn da gerade runtergefallen? Ich. Also hier von der Richtung kommen sie auf jeden Fall schon mal die ganze Zeit. Geht sterben. Los, geht sterben. Aber mit den Zaun, das klappt richtig gut, muss ich sagen. Oh, wer hat mich denn jetzt umgebracht? Ach nee, ich bin an den Spikes gestorben. Na, wie immer, toll, Schatten. Ich sag schon nichts mehr. Ist man mal draußen und hat Ruhe vor Zombies, weil ihr euch um die kümmert? Ja, Stirbt ja. man da auch noch? Das war gerade ein Glücksschuss von mir.
Ich habe auf den Zombie da unten am Zaun geschossen und ein Spider läuft mir genau in den Pfeil, weil er gerade die Wand hochklettert. Das steht. Ah, hinter. Ach, da. Ja, da hängt sie sich die ganze Zeit in den Zaun. Und die Betonmauer sieht auf der einen Seite einen schönen Rampenschnitt aus. Wir werden bespuckt. Ja, ich hab das schon mehr. Von hinter dem Baum. Hinter dem Baum steht er. Genau. Da dahinter steht er. Hinter dem Baum. Er ist da. Habe ich nicht? Also ist zumindest umgefallen. Fußballspieler? Nee, Football. Nicht Fußball. Aber die backen sich doch durch, ne? Ja, aber die werden trotzdem teilweise gut aufgehalten. Da, wo eine kleine Lücke ist, wie jetzt da zwischen dem Baum und hier hinten im Eck, da kommen sie durch. Ja. Aber so, wenn du dir jetzt die Tante anschaust, die tanzt hier die ganze Zeit jetzt am Zaun rum. Ah, jetzt hat sie es entdeckt, das Loch. Wenn der Zaun keine Lücken hätte, dann wäre gut. Sorry, das geht nicht alles. Nee, da war der Baum. Ja. 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 So. So, ich komme mal wieder rein. Sind wir fertig hier draußen? Naja, ich habe die Gunst der Stunde gleich genutzt, hier ein bisschen die Spikes zu reparieren. Okay. Und die Zombies zu looten, die paar, die hier liegen. Solange ihr sie da aufhalten könnt, ist das gut. Sergeant, ich moder vor mich hin. Der eine Baum hat hier auch schon was abgekriegt. Ja, das mit den Bäumen funktioniert nicht, wie ich mir gedacht habe. Da kommt noch ein Ferrel am Zaun. Okay. Ich habe auch keine Muni mehr, gar nichts. Hast du noch 9 mm oder hast du noch ein paar Pfeile? Pfeile kann ich dir noch ein paar geben. Licht? Ja, danke. 9 mm habe ich leider nicht. Mist, jetzt ist er durch. Okay, schade. Bleibst du liegen, du Sau? Hä, wo häng ich denn jetzt? Ist auch auf der Tür, beim Aufmachen. Ach du Scheiße. Auf die Tür gepackt. Hm? Der hat auch schon was abgekriegt. Der hat nur 5400. Ja, kann ich gerade nichts machen. Musst du gucken, ob du reparieren kannst. Aber wahrscheinlich nicht, da brauchen wir Stahl. Nichts mit. Ich hab nichts mit. Also noch einmal in dieser Tür backen. Ich häng dann oben in den Spikes drinne. Ich bin tot. Oh oh. Wallert, unter dir bricht gerade das Zeug weg. Oh oh. Versuch mal irgendwo einen Schritt rechts, links zu gehen.
Ja. Da haben sich gerade ein paar Frames verdünnisiert. Oh, bei mir lagt das. Ich komm. Drücke eine Taste und Edith reagiert. Bei Ihnen gefühlt 5 Minuten. Polizist. Komm, spuck woanders hin, du Blödmann. Rums. Der Polizist ist Geschichte. Das ist irgendwie unvorteilhaft mit den Spikes. Wir müssen uns was einfallen lassen. Ich habe mich jetzt schon ja, von 80 auf 18 nur selbst durch Spikes getötet. Und hier jetzt haben sie gerade in den Dings ein Loch hier reingehauen. Ja, schon die ganze Zeit. Aber ich treffe die Zombies da unten nicht, weil, ja. Den Winkel kann ich nicht anschießen. Nee, da stören die Spikes, ne? Mhm. Ja, wir lernen ja noch. Ja. Die Verteidigung hat eine Schwachstelle. Ich repariere von innen. Wenn die Zombies weit weg sind, dann ist es optimal. Wenn sie nah dran sind, ist es... Ja. Ist der Zaun da jetzt kaputt oder kommen die durch die Lücken da rein? Kommt durch die Lücken, wenn sie kommen. Ja, ab und zu bleibt noch einer hängen. Die Bauarbeiter schaffen es manchmal auch oben rüber. Ja. Aber ab und zu bleiben noch welche hängen, aber es hält sich mittlerweile in Grenzen. Ja. Ja, müssen wir die Lücken da irgendwie schließen auch. Ja, die Bäume weghacken. Polizist. Oh. Hm. Noch einer? Ja, bloß noch 2 Stunden, die ihr durchhalten müsst da oben. So, der ist tot. Da unten ist noch einer. So, der ist auch tot. Jetzt habe ich nur noch 10 Schuss für die Sniper, dann ist Ende. Oder hebe ich mir für Polizisten auf? Ja. Noch 30 Pfeile, dann ist auch Ende. Ich habe noch 149. Ich habe vielleicht noch 3. Ich gucke mal schon, ich bringe euch meine Pfeile. Wenn mein System mir das... Da ist der Polizist tatsächlich mal vorher gestorben, bevor er explodiert ist. Ja. Durch die Sniper ist das richtig genial. Ja. Weil da kriegen sie so schnell Schaden, dass sie dann doch noch vorher umfallen. Boah, Klötenschuss. Was für ein Schuss? Ein Klötenschuss. Hast du es nicht klingeln gehört? Ja, ich doch. Ich habe den Footballspieler genau zwischen die Beine erwischt. Ja, ich hab's mir schon fast gedacht, aber ja. So, ich bin auch tot, bin in die Spikes gehopst, ich hatte bloß noch 13 Leben. Ach, ey, ich hab mittlerweile noch 12. Zum einen Rechner, der lackt. Noch 10 Pfeile. Eine Stunde haben wir noch. Ah, das schaffen wir. Jetzt
Nur nicht mehr daneben schießen. Ich denke mal, da ist auch noch ein Hund oder was, ne? Hab ich noch keinen gehört. Ah, oh, daneben schießen, sagst du. Nicht daneben schießen. Batsch, wieder okay. Einer? Noch 7 Lebensenergie? Nee, ich hab noch 13 habe ich. Ich hab. Ah, hier ist der Hund. Oh. Noch 2, 1. Oh oh. So, ich hab noch 10, 9. Jetzt wird's eng. Hier ist der Was Hund. Was ist das denn? Wo denn? Tot. Okay. Also ein Lebensenergiepunkt und 4 Pfeile, ich bin am Ende. Pfeile wollte ich euch ja bringen, aber mein System ist hier gerade so langsam, es reagiert überhaupt nicht. Sagt okay. Hier vom Feinsten. Ich will umlaufen und er reagiert erst 5 Sekunden später. Und dann läuft man natürlich irgendwo gegen. Oder läuft gar nicht die Leiter hoch, so wie er soll. Aber dafür reagiert mein System, wenn ich renne. Kurios. No. So. So. Es ist morgen. Juhu. So, wo seid ihr denn? Wer, Jack, wo bist du? Ich gehe rein, ich brauche erstmal ein Medipack. Ich habe noch einen Lebenspunkt. Wallert, wo bist du? Ich bin hier oben noch auf der Mauer. Er räumt die letzten Zombies weg. Ich bring dir noch ein paar Pfeile. Die Mauer hält aber da unten, ne? Ja, Mauer ist heile. Nö, die haben da auch schon ein paar Löcher rein gemacht. Das waren ja. Aber noch Stücken aus hier. Noch nicht betoniert. Wallert, ja. Mal her, dreh dich um. Pack dir hier 74 Pfeile hin. Bist du denn? Hast du sie? Hier an der Ecke in der Mauer. Andersrum hinter dir. ich sehe nicht. Ich bin gleich tot. Ja, und jetzt laufen. Ah, da. Und hier auf liegen die Pfeile. Ja, gut. Danke. Da ist er tot. Aber er hat die Pfeile. Rutsche ich da jetzt etwa runter? Wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber dein Rucksack liegt oben auf der Mauer. Ah, das ist gut. Scheiße. Also das sind diese blöden Teile da, ne? Wenn du dagegen kommst, dann war's das. Du verblutest so langsam auf der Mauer da oben. Ja, ja. Das funktioniert nicht. Müssen wir uns was anderes einfallen lassen? Ja. Sind da noch Zombies draußen? Ja. Oh ja. Hallo ihr. Jack, du brauchst auch noch Pfeile, oder? Ja. Bin gerade unten draußen. Wo unten draußen? Ach, draußen. Mhm. Bei den Zombies. Mhm. Ah, die haben keine Beine mehr, die kann ich messen. So. Haben wir alle? Und? Sieht so aus. Puh. Ruhe ist eingekehrt. Oh, wir haben es überlebt. Yay. Yeah. Naja, ich nicht ganz. Ich bin jetzt gestorben, aber an meinen eigenen Dümmlichkeiten. Ich habe es mit einem Lebenspunkt überlebt. Und 4 Pfeilen. Ich habe mich aufgearbeitet. So. Dann gehen wir mal fröhlich ans Ausräumen hier. Mal schauen. Ja, kommen wir jetzt auch mal runter. Ich helfe da mal mit. Ach, kannst du nicht alles alleine machen da, ne? Du willst ihn abgreifen. Ja. Wenn ihr irgendwo seht, dass eine Mauer einen Riss hat, sagt mal Bescheid. Bescheid. Außer, dass er
Die zwei Löcher hat. Die hat auch hier groß. Überall Risse. Die besteht nur noch aus Rissen. Was wo geht bist aber? Du denn? Nicht so doll. Oh, die Seite, von der sie kamen. Da hat ja, quasi da jeder von ihnen fast einen Riss. Ist natürlich jetzt ganz schön anstrengend, die ganzen Türen immer wieder auf und zu machen. Ja. Kannst du ja wegmachen, wenn sie dich stören, die Tür. Ach, Quatsch. Die brauchen wir rein theoretisch nur zum Reingehen. Rausgehen könnte man ja dann irgendwie eine Rampe und gibt's nicht auf dem Bauernhof irgendwie Heu, was man dann unten hinpacken kann und sanft und sicher landen kann? Ja, no. Wenn wir das vorher schon weggeholt haben. Ich glaube, wir haben auch etliches drin gelagert, so dieses Zeug. Heu. Heu. Ahoi. Also zum Runterspringen ist das gar nicht mal so schlecht. Nee. Andere Frage, wenn wir da Heuballen hinlegen, hauen uns die Zombies nicht gleich platt? Keine Ahnung, kann sein. So, ich glaube, ich habe alles. Oder? Haben wir noch irgendwo was? Wenn ihr draußen seid, bringt mal noch ein bisschen Holz mit rein, wenn ihr habt, wenn ihr könnt. Ich bewerte hier gerade die ganzen Pickle-Spikes wieder ein bisschen auf. Mhm. Gut. Und ich hack Zombie-Leiche weg. Ja, das habe ich vorhin auch schon gemacht. Aber das ist ja noch. Ich pack hier noch Teile von Magnum rein, ich habe was gelootet. Ja. Ich könnte damit was anfangen. Und dann sollten wir irgendwo mal noch wieder ein bisschen Wasser aus dem Fluss holen. So viel haben wir nämlich nicht mehr. Ja, ist doch kein Problem. Brauchst ja nur aus der Tür raus gehen. Mit dem wir meinte ich euch. Ja, weiß. Ist klar, deswegen haben wir gesagt, brauchst du nur nach draußen gehen. So, dann ist es auch schon wieder Zeit, bye-bye zu sagen. Oh, warte, wo es hell wird. Genau. Wir haben es überlebt. Passt doch, mehr oder weniger. Also, es wird... Nächstes Mal wird es wieder schlimmer, glaube ich. Ja. Ja. Wir müssen wenn jetzt schon diese Fliegen ankommen hier, dann... Wir müssen auf jeden Fall unsere Verteidigung uns nochmal irgendwie ein bisschen... Besser machen. Aufbauen? Ja. Und dann gucken wir mal weiter.